10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die neun Krokodiler standen im Halbkreis am Ende der Leiter, die 10 Meter hoch zum Dach führte, und sahen gespannt zu, wie Hannes langsam die Sprossen hochkletterte, um seine Mutprobe abzulegen. Das war Bedingung für die Aufnahme in die Krokodilbande. Hannes hatte Angst. Auch war er nicht schwindelfrei. Aber er wollte den größeren Jungs beweisen, dass er als 10-Jähriger auch so viel Mut besaß wie sie. Zitternd hing er an der verrosteten Feuerleiter und traute sich nicht, nach unten zu sehen. Ja, jetzt komm da runter, Male. Meine Fresse, ne, beeil dich mal da. Da ist meine Oma ja schneller, du Hirngeige, du. Aber Hannes tastete sich verbissen die wackelige Feuerleiter zum Dach hoch. Je höher er kam, desto mehr schwankte die Leiter, weil sie schon an einigen Stellen aus ihrer Wandverankerung gerissen war. Endlich war er am Dach angekommen. Er sah zum ersten Mal nach unten. Ihm wurde schwarz vor Augen. Schnell wieder die Augen zu und die Zähne aufeinander pressen. Denn das war nur der erste Teil der Mutprobe. Jetzt musste er noch von der Leiter auf das Dach klettern und oben auf dem First die Arme heben und laut »Krokodil« rufen. Erst dann durfte er wieder runterklettern. Nun kletter schon aufs Dach, Mann, mach schon! Lass ihn runterkommen, bitte, er stürzt ab. Quatsch! Hannes kletterte von der Leiter über die Dachrinne auf das Dach, legte sich auf den Bauch und kroch langsam zum First hoch. Morsche Dachziegel lösten sich unter seinen Füßen und klatschten unten auf den Hof. Zentimeter für Zentimeter kam er voran. Endlich war er am First angekommen. Krokodil! 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 Oh, yippie! Krokodil! Hey, okay, du bist aufgenommen, du hast geschafft, komm runter, los, komm runter. Das hast du gut gemacht, Kleiner, prima. Er wird bestimmt abstürzen. Maul, was verstehst du denn schon davon? Du musst es doch nicht hochklettern, du darfst doch nur bei uns sein, weil Olaf dein Bruder ist. Der Abstieg war schwieriger als das Raufklettern. Hannes konnte nicht sehen, wo er seine Füße hinsetzte, denn beim Runtergucken wurde ihm schwindelig. Seine Hände waren schon zerkratzt, die Fingerkuppen blutig. Er musste es schaffen, musste den Großen da unten beweisen, dass er nicht zu jung und zu schwach war für die Bande. Dann durfte keiner mehr sagen, hau ab, du halbe Portion. Langsam tasteten sich seine Füße vorwärts. Zentimeter für Zentimeter glitt er auf dem Bauch abwärts. Plötzlich gab ein Ziegel nach. Scheiße, hängt mit den Füßen in der Dachrinne fest. Oh, halt die fest, Hannes, halt die an der Dachlatte fest. John, Hilfe! 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 Hannes hoffte, einer der Krokodiler würde zu ihm aufs Dach klettern. Er konnte ja nicht sehen, dass sie fortgelaufen waren. Nun fing auch noch die Dachrinne an zu schwanken. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wie lange sie noch diese Last trug. Anfangs war auch Maria hinter den Jungs hergelaufen, die ängstlicher als Hannes auf dem Dach waren und davonrannten. Aber dann besann sie sich. Kommen Sie sofort auf das alte Ziegeleigelände an der Papageiensiedlung. Ja, da hängt einer an der Dachrinne. Schnell, der stürzt sonst ab. Schnell! Thank you.
Wie konntest du nur? Du könntest tot sein. Mama. Den lass mal, ist ja gut. Aber sowas machst du nie wieder, hörst du? Wie ist das denn eigentlich passiert? Naja, das ist eben so eine Mutprobe. Und ich hätte sie ja auch schon bestanden. Die müssen mich ja jetzt auch in die Krokodilerbande aufnehmen. Aber als ich dann da in der Rinne hing, sind die eben alle weg, weil da darf man ja nicht drauf. Schöne Freunde, einfach wegrennen, wenn einer von ihnen Hilfe braucht. Auf sie brauchst du gar nicht stolz zu sein. Ach, da komme ich ja wohl gerade richtig, ja? Hör mal zu, mein Sohn, damit du ganz klar siehst. 14 Tage kein Fernsehen, Ausgang verboten und 14 Tage kein Taschengeld, basta. Ach, jetzt ist es aber genug. Was heißt hier genug? Hast du dich nicht selber beschwert über die Jungs, zu denen unser Sohn jetzt gehört? Denk nur mal nach, wie die da auf dem Dach rumgeturnt sind. Ja, ich weiß ja, aber du sei doch froh, dass Hannes wenigstens noch lebt. Ja, dass er noch lebt, so immer. Abstürzen hätte er können. Ich bin aber nicht abgestürzt. Ich bin jetzt bei den Krokodilern. Ja, schöne Bande. Erwachsene Ärger, sonst habt ihr nichts drauf. Die sind alle im Schwimmverein. Und was macht er dann am Dach? Fahrräder. Und der Förster hat sogar erlaubt, dass sie sich im Wald eine Hütte bauen. Förster, du sollst lieber deine Schularbeiten machen. Dann musst du nicht am Dach hin rumklettern. Wer ist denn alles bei den Krokodilern? Na, Olaf, das ist der Anführer. Und dann Maria, deine Schwester. Peter. Ist das der Schwarzhaarige, der dauernd popelt? Ach so. Mhm. Und Willi, weißt schon, der mit den langen blonden Haaren. Der so abgeknabberte Fingernägel hat? Das weiß ich nicht. Aber bei den Stadtmeisterschaften im Schwimmen hat er schon 3 Preise gewonnen. 3 Preise? Naja, ist ja mal wenigstens was Vernünftiges. Dann Otto, der kann Handstand auf dem Fahrrad. Und Theo? Der Rothaarige, der immer seine kleine Schwester spazieren fahren muss. Komm, das ist ein netter Junge. Siehste. Dann Frank, zu dem sagen sie immer Affe, weil er sich nicht klettern kann. Und Rudolf, der mit dem tollen französischen Fahrrad. Ja, das ist der mit dem tollen Vater mit dem tollen dicken Bankkonto, ja? Und was meinst du, was uns jetzt die Feuerwehr für eine Rechnung schickt? Meinst du, wir müssen das bezahlen? Ja, machst du eine Caritas oder was? Machst du, wir holen umsonst einen vom Dach? Gerade jetzt, wo wir so klamm sind. Ich werde schon wieder was dazu verdienen mit meiner Schneiderei. Ach, so war es ja nicht gemeint, dass du jetzt ja auch noch ackern musst dafür. Aber Überstunden ist bei mir im Betrieb auch nicht mehr drin, ne? Das ist ziemlich mau im Augenblick so. Da haben sie genug Schleifer. Aber du wirst doch nicht entlassen. Ach, entlassen, nein, aber es sind einfach nur schlechte Zeiten, ja? Und dann muss unser Sohn am Dach rumklettern, nur. Weißt du, deine Aktion mit der Feuerwehr, die kannst du von deinem Taschengeld bezahlen, was da? Von den 5 Mark die Woche. Davon kauft er ja noch Futter für sein Zwergkaninchen. Weil Hannes ja nun Fernsehverbot hatte, guckte er in den nächsten Tagen viel aus dem Fenster. Dabei bemerkte er immer wieder eine Frau, die einen Jungen im Rollstuhl schob. Der Junge war älter als er, vielleicht 12. Und seine Beine waren mit einer Decke umwickelt. Oh Mama, was hat denn der Junge in dem Rollstuhl? Der ist querschnittsgelähmt. Wieso denn? Als er 3 Jahre alt war, ist er die Treppe runtergefallen. Und davon kann man... Wenn man unglücklich fällt. Und jetzt? Jetzt muss er immer im Rollstuhl sitzen. Das ist ja schrecklich. Ja, das ist es. Und Schule? Dazu wird er morgens immer abgeholt. Um 7:30. Am nächsten Morgen hätte Hannes länger schlafen können, weil sein Unterricht erst später begann. Aber er ging früh los und wartete auf der anderen Straßenseite des Hauses, das seine Mutter ihm beschrieben hatte. Ein Ford Transit fuhr vor. Der Fahrer öffnete hinten beide Türen und zog eine Rampe herunter. Die Haustür ging auf, die Frau schob über eine Betonschräge den Rollstuhl mit dem Jungen auf den Bürgersteig und der Fahrer half ihr, den Rollstuhl in den Transit zu schieben. Kann ich helfen? Ach, dafür bist du doch viel zu schwach. Wie heißt denn du? Kurt. Und du bist Hannes. Dich hat die Feuerwehr vom Dach geholt. Woher weißt denn das? Ach, ich weiß doch alles, was hier passiert. Ich hab dich früher aber noch nie gesehen. In welche Schule gehst denn du? In eine Spezialschule. So wie die anderen, die hier im Bus sitzen. So, jetzt geht's aber weiter hier. Am Nachmittag musste Hannes in den Supermarkt einkaufen gehen. Unterwegs traf er Krokodiler, die zum Schwimmen in die Halle fuhren. Kommst du mit Schwimmen, Hannes?
Geht nicht, muss für meine Mutter einkaufen. Ah, Muttersöhnchen, ein Becher Margarine, eine Tüte Zucker für den Süßen. Immer schön brav, der Kleine. Ihr seid doch mal still. Wer hat denn neulich gekniffen? Ihr doch wohl. Hör schon auf, dann eben nicht. Hannes! Hey, Hannes! Hi, Kurt. Na, was machst denn du denn hier so alleine? Ach, ich warte auf meine Alte. Die ist da drüben einkaufen. Warum hast du denn bei dem warmen Wetter immer noch eine Decke um die Beine? Weil ich die Beine nicht bewegen kann. Da werden sie kalt, naja, und dann zirkuliert das Blut nicht richtig. Und darum... Ach so. Aber ich kann stehen. Naja, zumindest wenn mich einer festhält. Echt? Wie lange denn? Naja, so ein paar Minuten schon. Meine Mutter übt immer mit mir. Ich kenne alle von euch Krokodilern. Ich beobachte euch immer. Wie denn? Na, mit einem Fernglas. Hä? Na, kennst du kein Fernglas? Klar. Ich hab ein Zwergkaninchen. Ja, wirklich? Wie heißt es denn? Hannibal. Ist ja geil. Hannes und Hannibal. Frisst es denn auch aus der Hand? Logo, willst du mal sehen? Musst du mal zu mir kommen. Ist denn vor eurem Haus auch eine Rampe? Nee, wieso? Na, wie soll ich denn dann reinkommen? Ach so. Aber komm du doch zu mir. Na, wenn ich darf. Also, wenn deine Mutter es erlaubt. Was soll ich denn erlauben, hm? Dass Hannes mal zu mir kommt. Ja, natürlich. Komm nur gleich mit, Hannes. Ich muss nur noch schnell was einkaufen. Als Hannes aus dem Supermarkt kam, stellte Kurts Mutter ihre Einkaufstüten auf Kurts Schoß, der sie mit beiden Armen festhielt. Hannes lief neben dem Rollstuhl her und durfte sogar etwas mitschieben, wenn die Straße eine Steigung hatte. Vor dem Haus half Hannes mit, den Rollstuhl über die Rampe in den Hausflur zu schieben. Unterwegs hatte er genau beobachtet, wie das mit dem Rollstuhl gemacht werden musste, um das schwere Ding zu handhaben. Im Hausflur schlang Kurt seine Arme um den Hals seiner Mutter und sie trug ihn in die Wohnung. Dort ließ sie ihn auf den Boden gleiten. Als Hannes mit den Einkaufstüten hinterherkam, staunte er nicht schlecht, wie Kurt auf dem Fußboden langrobbte. Er zog sich mit beiden Armen einfach vorwärts und schleppte die Beine hinter sich her, und das nicht mal langsam. Kurt hatte ein großes Zimmer mit einem breiten Fenster, von dem aus man ein Stück der alten Ziegelei sah. Mann, hast du viel Spielzeugautos, ey! Boah, und eine Garage mit Waschanlage! Stark! Ey, was arbeitet denn dein Vater? Bei der Müllabfuhr. Und deiner? Schleifer, in der Maschinenfabrik. Mein Vater hat im Wagen Sprechfunkgerät. Da können sich die Fahrer immer unterhalten. Bei meinem Alten in der Fabrik sind jetzt keine Überstunden mehr drin. Da haben wir jetzt auch nicht mehr so viel Geld. Müll gibt's immer. Aber bei uns reicht's nie. Wieso? Meinetwegen. Weil die Krankenkassen auch nicht alles zahlen. Da müssen meine Eltern immer zum Sozialamt rennen. Kannst du dein Kaninchen nicht mal mitbringen? Nee, dann läuft er weg. Du musst mal zu mir kommen. Mein Vater kann dich Schaukelpack tragen. Wir wohnen ja parterre. Ich muss jetzt los, sonst macht meine Mutter Stress. Aber kommst du mal wieder? Klar doch. Am nächsten Nachmittag trafen sich alle Krokodiler in ihrer Hütte im Wald. Kleine Schweiz nannten die Leute diese Gegend. Ihre Hütte war gut eingerichtet, Stühle und Tisch vom Sperrmüll, der Boden mit Moos ausgelegt und ein alter blinder Spiegel hing am Stamm der Buche, um die herum die Hütte gebaut war. Im Geäst der Buche hatten sie ursprünglich noch einen Hochstand gebaut, aber den mussten sie wieder abreißen, sonst hätte der Förster sie auch aus der Hütte vertrieben. Fahren wir nun am Sonntag mit den Rädern ins Münsterland, oder wie? Schon wieder. Aber dann nicht wieder den gleichen Weg. Kennt man ja schon auswendig. Was meinst denn du, Hannes? Sag doch auch mal was. Ich wollte mal... Mein Kaninchen ausführen. Quatsch. Ich wollte euch mal fragen, also einen Antrag stellen. Was denn für ein Antrag? Dass wir Kurt Wolfermann bei den Krokodilern aufnehmen. Hä? Spinnst du? Naja, natürlich ohne Mutprobe. So mehr als Ehrenmitglied. So ein Quatsch. Was wollen wir denn mit einem Krüppel? Kurt ist kein Krüppel. Er kann noch nicht laufen. Oh... Olaf hat schon recht, der muss doch immer geschoben werden. Wenn der dabei ist, können wir auch nicht Fahrrad fahren. Wir kennen uns mit sowas sowieso nicht aus. Und wenn was passiert, sind wir wieder schuld. Und wenn er mal pinkeln muss, was denn dann? Ach, lass uns, geht nicht.
Dann müssen wir das eben lernen. Ich habe ihn selber geschoben. Das ist gar nicht so schwer. Und wenn er mal getragen werden muss? Er muss ja nicht immer mit, aber hier in der Hütte könnte er doch dabei sein. Blöde Idee. Wir können ja abstimmen. Okay, wer ist für eine Aufnahme von Kurt Wolfermann? Einer. Dagegen? Fünf. Enthaltung? Eine. Heul nicht, Hannes. Überleg doch mal. Der wäre immer ein Klopf für uns am Bein. Sie sprachen nicht mehr über Kurt Wolfermann und auch nicht über den Fahrradausflug ins Münsterland, sondern fuhren zum Schwimmen. Es war Juni. Über der großen Stadt Dortmund lastete eine kaum erträgliche Hitze. Die Ferien waren noch in weiter Ferne. In diesem Sommer wurde fast jede Nacht in den Vororten in Läden eingebrochen. Gestohlen wurden vor allem Wein und Schnaps, Kofferradios, Fernsehgeräte, Zigaretten, Konserven, sogar ganze Kisten Dosenbier. Die Polizei tappte im Dunkeln. Belohnungen wurden ausgesetzt, aber es gab keine Hinweise. Dabei wurden die Einbrüche nur in den nördlichen Vororten verübt. Die Einwohner hatten natürlich, wie das immer so ist, zuerst die Ausländer in Verdacht. Die Polizei hatte auch schon mal aufgrund einer anonymen Anzeige in dem Ausländerviertel eine Hausdurchsuchung vorgenommen, aber nichts gefunden. Natürlich redeten auch die Krokodiler über die Einbrüche. Kein Wunder, seit Tagen war das in ihren Familien Thema Nummer eins. Mein Alter sagt, das sind die Ausländer, dabei können das genauso gut Deutsche sein. Jeder kann es sein, sagt mein Vater. Vielleicht sind es ja auch gar keine Einbrecher, sondern nur so aus Spaß. Guck mal, da kommen welche aus der Ausländersiedlung. Ey, verpisst euch! Verschwindet! Haut ab hier, ihr Schweine! Mann, der Kleine hat hier überhaupt nichts getan! Nicht an Kleinen zu vergreifen. Ach was, mein Vater sagt immer, alle Ausländer sind Halunken. Vor denen ist nichts sicher. Und mein großer Bruder sagt, die Kinder von denen werden schon zu Gangstern erzogen. Muss ja nicht alles wahr sein, was dein Vater und dein Bruder sagen. In der Fabrik hetzt dein Vater auch immer gegen die Ausländer, sagt mein Vater. Und streitet euch doch nicht immer wegen eurer Eltern. Die sind eben so. Nee, meine nicht. Können ja in ihrem Viertel bleiben. Wir gehen da ja auch nicht hin. Am Spätnachmittag fuhr Hannes zu Kurt. Ein heftiges Gewitter war heraufgezogen. Kurt saß in seinem Spezialstuhl und malte mit Wasserfarben, als Hannes in sein Zimmer kam. Na, ist euch wohl zu nass geworden da draußen? Spielen wir wieder mit deiner Garage? Kannst ja auch malen. Kann ich ja doch nicht. Hast du es denn schon mal probiert? Nein. Na also, dann kannst du es ja auch nicht wissen. Hier, versuch doch mal. Ach Mann, nur Kleckse. Macht nichts. Beim nächsten Mal geht's schon besser. Hier, nimm einfach ein neues Blatt. Du, Hannes? Hm? Ich weiß, wer die Einbrecher sind. Du weißt, wer die... Nicht so laut. Meine Eltern. Mann, nicht mal die Polizei weiß das. Wer denn? Aber du musst mir versprechen, dass ihr mich mit in eure Hütte nehmt. Klar doch, nun sag schon. Und ihr nehmt mich wirklich mit? Wenn ich dir das sage, nun red schon. Wer ist es? Ausländer? Deutsche? Denk dran, die Belohnung. Also, wer ist es? Es sind drei. Alle drei haben ein Moped. Ich habe sie hier vom Fenster aus beobachtet. Vor 14 Tagen, als sie hier bei uns in den Supermarkt eingestiegen sind. Schnaps und Wein sind damals geklaut worden. Noch nicht mal die Bullen haben eine Spur. Und du hast sie gesehen und nichts gesagt? Ja, wie? Ich kann manchmal nachts nicht schlafen. Ich bin nicht so müde, weil ich ja den ganzen Tag sitze. Na, und dann beobachte ich halt die Straße. Und da hast du gesehen, wer... Es sind drei. Alle mit Mopeds. Ein grünes, ein rotes. Das dritte konnte ich leider nicht erkennen. Da kam kein Licht von der Straßenlaterne hin. Ja, und? Na ja. Mensch, grün und rote Mopeds. Die gibt's wie Sand am Meer. So viele nun auch nicht. Und dann war da noch etwas. Das grüne Moped hatte hinter dem Sitz so einen hohen Bügel und bunte Bänder dran. Davon gibt's ein paar tausend. Ich würde die Männer bestimmt wiedererkennen. Obwohl, alle drei hatten Sturzhelme auf. So rote, mit so Streifen in der Mitte. Und die Mopeds hatten Seitentaschen. Warum hast du denn deinen Eltern nichts davon erzählt? Ich hätte die nachts geweckt.
Die sagen immer, ich hätte das nur geträumt. Außerdem dürfen die ja auch nicht wissen, dass ich nachts noch wach liege. Dann rufen sie gleich wieder den Arzt an. Auf alle Fälle waren es 3 noch ganz junge Männer. Das muss ich jetzt erstmal den Krokodilern erzählen. Vielleicht können die was damit anfangen. Aber denkt dran, dass ich mit in eure Hütte darf. Ja, klar. Na, Kleiner, darfst denn so spät noch raus? Ich weiß, wer die Einbrecher sind. Du weißt, wer? Nun red schon. 3 junge Männer mit Mopeds. Ein grünes und ein rotes. Das dritte weiß ich nicht. Eins hat bunte Bänder hinten dran. Na, das ist ja sehr interessant. Und woher hast du das? Kurt hat sie beobachtet. Nachts, wie sie in den Supermarkt eingestiegen sind. Wie will der Krüppel die denn beobachtet haben? Na, der kann öfter nachts nicht schlafen. Und dann guckt er eben aus dem Fenster. Vielleicht hat er sich getäuscht. Kranke haben manchmal eine blühende Fantasie. Und warum hat er gerade dir das erzählt? Naja, ich musste ihm versprechen, dass er mal mit zu uns in die Hütte darf. Ach, so ist das. Ein ganz fauler Trick. Und auf sowas fällst du rein? Das kann ja trotzdem stimmen. Und wenn, dann haben wir doch eine Spur. Spur? Ich höre immer nur Spur. Manchmal bist du wirklich dämlich. Na, die Mopeds, der Bügel, die Bänder. Davon gibt's tausende. Ach, du bist ja nur neidisch, weil du es nicht entdeckt hast. Kannst dich ja mal eine Stunde ans Fenster setzen und sehen, wie viele rote und grüne Mopeds da vorbeikommen. Ja, du setzt dich da gerade ran, ja. Wir erzählen's jedenfalls morgen den anderen und dann sehen wir weiter. Und Kurt muss dabei sein. Ich hab's versprochen. Du hast es versprochen. Hannes fuhr nach Hause, ohne noch ein Wort gesprochen zu haben. Und er erzählte auch seinen Eltern nichts, obwohl sein Vater aus der Zeitung vorlas, dass schon wieder in ein Radiogeschäft eingebrochen worden war. Schnell ging er ins Badezimmer. Keiner sollte ihn mehr ansprechen. Die Krokodiler hatten sich untereinander für den nächsten Nachmittag an ihrer Waldhütte verabredet, um Hannes berichten zu lassen. Bist du noch zu retten? Was brennst du denn auf einmal? Die Hütte ist nicht mehr da. Das gibt's doch nicht. Die war doch gestern noch da. Nichts. Alles weg. Nicht mal das Moos ist mehr da. Das war nie im Leben einer allein. Der Förster? Quatsch! Der hat es uns doch erlaubt. Da hinten, da liegen lauter Teile rum. Und unsere Tür. Die Decke, die hängt da über den Ast. Wer macht denn sowas? Diese Schweine! Das waren bestimmt diese Ausländer-Gören. Die wollten sich rächen, weil wir neulich Angst gemacht haben. Wir? Du und Frank? Das können genauso welche aus unserer Siedlung gewesen sein. So ein Scheiß! Und wo treffen wir uns jetzt? Geht auch ohne Hütte. Und wo? Vielleicht vor der Eckkneipe. Da sind immer die Großen mit ihren Mopeds. Die stinken uns immer wir nur stinker, an. Die. Wir können uns ja eine neue Hütte aufbauen, bei der alten Ziegelei. Ziegelei ist verboten. Wenn du danach gehst, ist alles verboten. Jedenfalls Ziegelei nicht. Ihr habt doch gesehen, was mit Hannes war. Ist ja nochmal gut gegangen. Gut gegangen? Abgehauen seid ihr. Ja, ist ja gut. Komm, erzähl mal lieber mal. Ja, also, der Kurt Wolfermann. Wolfermann, wer ist denn da? Na, der im Rollstuhl. Ach, der Krüppel. Mann, hör auf. Jedenfalls, der Kurt hat gesagt, er hat die Einbrecher beobachtet. Wie denn? Na, nachts, als sie bei ihm da im Supermarkt eingestiegen sind. Da haben sie gerufen, Kurti, Bierchen, hallo! Nee, der Kurt kann öfter nachts nicht schlafen und dann guckt er aus dem Fenster und da hat er sie gesehen. 3 junge Männer mit Mopeds und eins hat hinten so einen Bügel mit langen bunten Bändern dran. Mein Bruder hat auch so einen. Da könnt ihr mal sehen, wie schwer das ist, die richtigen zu finden. Kommt, lasst uns lieber zur alten Ziegelei fahren und eine neue Hütte bauen, so aus Ziegelstein. Ich habe aber Kurt versprochen, dass wir ihn mitnehmen. Hättest du erst mich fragen müssen, noch bestimme ich. Ich hab's aber nur mal versprochen, Mann. Wenn wir die erwischen würden, was wir dann mit der Belohnung alles machen könnten. 1500 Mark, ey. Ich kann ja mal meinen Bruder fragen, wer alle solche Mopeds fährt. Vielleicht gehört er ja selber dazu. Wie meinst du das, hä? Hört auf mit dem Quatsch. Wenn wir das machen, dann machen wir das alleine, klar? Blöde Kuh. Komm richtig ab. Also los jetzt, zur alten Ziegelei. Vielleicht können wir da wirklich eine neue Hütte bauen. Amada mia, amore mio, amada mia, amore mio, amada mia, amore mio.
Das gesamte Ziegeleigelände war durch einen hohen Maschendrahtzaun eingezäunt, durch dessen rostige große Löcher man an verschiedenen Stellen durchklettern konnte. In zwei Gebäude, an denen die Türen fehlten und die Fenster eingeschlagen waren, trauten sie sich nicht rein. Aber Olaf und Frank fanden einen schönen Platz in einer Ecke der Trockenhalle, der sich für den Bau einer Hütte eignete. Die Krokodiler sammelten die alten Ziegel zusammen, die noch aus früheren Zeiten auf den morschen Holzregalen zum Trocknen lagen, um sie zu einer Wand aufzuschichten. Das war nicht einfach. Als ihre Mauer einen Meter hoch war, fiel sie zusammen. Sie begannen von vorn und schichteten jetzt doppelt so dick. Ihre Gesichter waren verschwitzt, alles war mit rotem Staub überzogen. Sie hatten auch nichts zum Trinken dabei. Kommt, macht jetzt Schluss. Wir haben in den Ferien noch genug Zeit. So kann ich nicht nach Hause kommen. Das gibt Krach. Wir können uns doch den Staub am Bach abwaschen. Hoffentlich geht das ab. Wenn meine Alten mitkriegen, dass ich wieder an der Ziegelei war... Jedenfalls kannst du morgen den Kurt mitbringen. Mit dem Rollstuhl werden wir schon fertig. Versprochen ist versprochen. Echt? Und die anderen? Den Krokodiler möchte ich sehen. Der sagt, Kurt soll wieder abhauen. Kommst du mit bei Kurt vorbei, Maria? Und sagst es deiner Mutter? Meinetwegen. Kurts Eltern waren nicht begeistert von dem Vorschlag. Aber schließlich konnte Kurt ja nicht immer nur mit Erwachsenen zusammen sein. So erklärten sie schließlich den Mechanismus des Rollstuhls und beruhigten sich damit, dass Maria und Hannes ja vorsichtige Kinder waren. Am nächsten Nachmittag warteten dann alle Krokodiler vor Kurts Haus, denn Olaf hatte am Abend vorher noch die anderen informiert. Das war schon ein komischer Anblick, wie sie durch die Siedlung zogen. Kurt im Rollstuhl, Maria und Hannes schoben und die anderen umkreisten sie mit ihren Fahrrädern. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Na, zur Ziegelei. Aber ich wollte doch mit euch zu eurer Hütte. Sie ist futsch. Wie futsch? Die haben irgendwelche Schweine abgeräumt. Na, und jetzt? Jetzt bauen wir uns eine neue auf dem Ziegeleigelände. Ziegelei ist zu weit für mich. Mensch, der Weg dahin ist doch nicht so beschwerlich wie in den Wald. Naja, aber meine Mutter... Die braucht's ja nicht zu wissen. Aber kann mal einer sagen, wie wir mit dem Rollstuhl durch das Loch im Zaun kommen? Nee, hast recht. Wir können Kurt ja auch nicht allein draußen stehen lassen. Und jetzt? Was ist das denn für ein Zaun? So ein Maschendraht. Kein Problem. Ich habe hier in der Seitentasche eine Kombizange und eine Kneifzange. Da können wir das durchschneiden und auseinanderbiegen. Cool. Geil. Ey, Leute, Vorsicht. Schleudert mich hier nicht so rum. Sie kamen mit Kurt durch den Zaun, wie er es vorgeschlagen hatte, und machten sich sofort an die Arbeit. Die zweite Mauer sollte noch an diesem Nachmittag hochgezogen werden. Kurt saß in seinem Stuhl und sah zu. Er kam sich überflüssig vor. So wollte er ein bisschen herumfahren und das Gelände auskundschaften. Er konnte von seinem Fenster aus ja nur einen kleinen Ausschnitt der alten Ziegelei sehen. Er rollte bis in die Mitte des Hofes und sah sich um. Alles machte einen trostlosen Eindruck. Langsam rollte Kurt auf das alte Bürogebäude zu. Nach mehreren Anläufen schaffte er es, über die Schwelle zu fahren. Im Flur war es dunkel. Auch waren seine Augen noch so sehr von der Sonne geblendet, dass er nur Umrisse wahrnahm. So konnte er nicht sehen, dass der Flur zur Treppe hin schräg abfiel. Sagt mal, wo ist der Kurt eigentlich? Wo ist der? Um den brauchen wir uns nicht zu kümmern. Der ist selbstständig genug. Nee, stopp mal. Der ist wirklich nicht mehr zu sehen. Hört ihr das? Das kommt aus dem Bürogebäude. Los! Schrecken. Tut mir leid. Fängt ja gut an mit dir. Nächstes Mal bleibst du zu Hause. Reg dich ab. Guck lieber mal in den Keller. Nee. Schwesterchen hat Schiss. Kannst ja hierbleiben und auf Kurt aufpassen. Ich kann euch auch so sagen, was da unten ist. Bist du Hellseher? Nee, aber ich habe einen Verdacht. Na, dann sind wir aber gespannt. Los, wir gucken nach. Thank you.
das ist ja stark. Mann, ey, Alter, ey, wie kommt denn das hierher? Das ist ja ein komplettes Warenlager. Na, hatte ich recht? Laut, Herr Schnaps, die Fernseher und die Anlage, das ist ein Ding, ey. Los, weg hier, wenn jetzt einer kommt. Hast du das gewusst? Ich konnte es mir denken. Zigaretten, Kofferradios, Fernseher. Und jetzt denk doch mal nach, wer das hier hingebracht haben könnte. Na, die Einbrecher, die Mopedfahrer. Na klar, wer denn sonst? Die verstecken da erstmal das geklaute Zeug. Ja, da kommt doch keiner hin. Na und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Erstmal abhauen. Nee, wartet. Ich hab eine Idee. Schon wieder. Und? Na, jetzt brauchen wir doch nicht mal die Mopeds zu suchen. Hä? Ja, jetzt brauchen wir uns nur noch auf die Lauer zu legen, bis die kommen. Da kannst du lange warten. Denkst du, die kommen am helllichten Tag? Und nachts dürfen wir nicht raus. So ein Mist. Jetzt haben wir was entdeckt und können nichts damit anfangen. 1500 Mark. Ich könnte ja nachts aus meinem Fenster schauen. Aber ohne Nachtglas? Dem Frank, seinen Bruder. Der darf doch nachts schon raus. Der könnte Nein, ja mal... Nein, nichts dem Bruder erzählen. Auf keinen Fall. Na, wieso denn? Bitte, versprich mir das. Meinetwegen. Komisch bist du. Wir sollten das der Polizei sagen. Aber erst, wenn wir wissen, wer die Einbrecher sind. 1500 Mark. Ich beobachte das Gelände. Wir müssen nur Geduld haben. Das dauert mir zu lange. Ich kann warten. Das lernst du im Rollstuhl. Hat einer eine bessere Idee? Also, Kurt versucht, mit seinem Fernglas das Gebäude zu beobachten. Vielleicht haben wir Glück. An den nächsten Nachmittagen beobachtete Kurt von seinem Fenster aus das Ziegeleigelände. Seine Augen taten ihm schon weh. Und seine Mutter wunderte sich, dass er gar nicht raus wollte. Aber außer einem alten Mann mit Hund hatte er nichts gesehen. Als er schon fast aufgeben wollte, durchfuhr es ihn plötzlich. Da, Mopedfahrer. 3 Mopedfahrer umkreisten das Gelände. Ein grünes war dabei, mit Bügel und bunten Bändern. Darauf saß Franks Bruder Egon. Kurz danach kamen sie bei ihm am Fenster vorbei. Kein Zweifel, Franks Bruder. Der zweite war Carly, dessen Vater Polizist war. Den dritten kannte er nicht. Kurt wollte es nicht wahrhaben. Er mochte Egon, wie er auch seinen Bruder mochte. Olaf hatte seinen Krokodilern die Anweisung gegeben, alle Moped-Kennzeichen in ihrer Siedlung auszukundschaften und aufzuschreiben. Vor allem aber von Mopeds, die so aussahen, wie Kurt sie beschrieben hatte. Dann sollte jeder seine Nummern bei Kurt abgeben, der sie in ein Notizbuch schrieb. Die Ausbeute war nicht groß. 10 rote, 13 grüne, davon 4 mit einem Bügel. Wenn wir das von Franks Bruder abziehen, sind es nur noch 3 grüne mit Bügeln. Wieso denn abziehen? Egon hat doch auch so eins. Grün ist grün. Spinnst du? Lass meinen Bruder aus dem Spiel! Die Nummern bringen uns nicht weiter. Wenn wir bloß nachts raus könnten. Kannst du denn nicht auch nachts beobachten? Denkt ihr, ich kann jede Nacht wach bleiben? Das schöne Geld. Naja, tschüssi. Ciao, Peter. Ich komme gleich mit, tschüss. Ciao. Ich auch, ciao. Adios, Dad. Sag mal, hast du einen Verdacht? Nö. Manchmal denke ich, Franks Bruder ist dabei. Wie kommst du darauf? Ach, nur so. Aber wir haben neue Beweise. Also, du auch. Aber warum? Egon ist so ein prima Kerl. Sollen wir nicht die ganze Sache aufgeben? Vielleicht ist ja alles ganz anders. Auf keinen Fall. Du bist gut, Alter. Ich muss los. Also, wir holen dich morgen Nachmittag ab zur Ziegelei. Ein bisschen Action. Schließlich sind Ferien. Alle Krokodiler hatten von ihren Eltern für die Ferien etwas mehr Taschengeld als sonst bekommen, weil Urlaub nicht drin war. Viele Väter machten Kurzarbeit. Theos und Peters Vater waren arbeitslos. Hannes Vater sagte nur, man weiß nicht, was noch kommt. Und Kurts Eltern konnten mit ihm sowieso nur in die Ferien fahren, wenn sie einen Platz in einem Ferienheim der Arbeiterwohlfahrt erhielten. Also hatten sie für sich Essen und Trinken eingekauft. Auch Süßigkeiten, um es sich in ihrer neuen Hütte gemütlich zu machen. Olaf hatte auch seinen Rekorder mitgebracht. Während die Krokodiler in der Hütte Mittag machten, fuhr Kurt allein auf dem Hof rum. Er war nicht hungrig. Gerade als er zu dem alten Kamin fuhr, der wegen Einsturzgefahr nochmal extra eingezäunt war, sah er 2 Mopedfahrer, die ihre Mopeds durch die Lücke im Zaun schoben. Die beiden stutzten, als sie Kurt sahen,
Dann gingen sie auf ihn zu. Was denn du hier? Ich bin mit den anderen hier. Welchen anderen? Da drüben in der Halle. Olaf, Frank, kommt mal. Was ist denn? Egon! Halt ab hier. Könnt ihr nicht lesen? Betreten verboten. Und für dich nicht, was? Klappe, sonst sag ich's Vater. Dann sag ich ihm genauso. Werd nicht frech, du, sonst kriegst du eine rein. Egon ging drohend auf Frank zu. Kurt hatte dies vorausgesehen. Er fuhr in der Sekunde mit dem Rollstuhl los und über Egons Fuß, gerade als der sich auf seinen Bruder stürzen wollte. Egon war darauf nicht vorbereitet. Er stolperte, er stürzte. Wenn du das nochmal machst, dann schmeiß ich dich aus deiner Karre. Ach, komm, lass sie doch hier. Weißt du, was in der Zeitung steht? Was denn? Haben Sie die Einbrecher? Nein, die Ziegelei wird abgerissen. Scheiße, dann wissen wir ja wieder nicht wohin. Wann denn? Im Herbst, aber morgen wird schon der Kamin gesprengt. So eine Kacke, ey. Aber überleg mal, jetzt müssen sich die Einbrecher ein neues Lager suchen. Ja, richtig. Dann können wir uns ja jetzt auf die Lauer legen. Ich muss aufhören, meine Eltern. Ciao, bis morgen. Am nächsten Tag wurde Kurt schon früh von den anderen abgeholt. Alle waren aufgeregt. 100 Meter vor der Umzäunung versperrten Polizeifahrzeuge den Weg. Niemand durfte weiter. Plötzlich bemerkten sie Egon, der mit seinen beiden Freunden einige Meter weiter stand. Alle starrten auf das Gelände. Dann hörten sie einen langen Sirenenton. Die Schaulustigen verstummten. Plötzlich gab es einen dumpfen Knall. Der hohe Schornstein zitterte, wankte und fiel wie in Zeitlupe in sich zusammen, so als würde er langsam in die Erde versinken. Nachdem ein weiterer Sirenenton Entwarnung anzeigte, gab die Polizei den Weg frei. Die Zuschauer entfernten sich. Die Krokodiler liefen zum Zaun. Sag mal, Frank, was machst du denn schon wieder hier? Blöde Frage! Zugucken wie du! Hau lieber ab! Hau du doch ab, du Angeber! Wer bloß nicht frech, du Affe! Vielleicht hast du doch recht. Natürlich habe ich recht. Aber das reicht nicht. Beweisen müssen wir's. Frank tut mir leid. Er kann ja nichts dafür. Und was jetzt? Jetzt fahren wir nach Hause. Auf das Gelände kommen wir heute sowieso nicht mehr. Wieso kann denn dein Bruder da sein? Muss der nicht arbeiten? Weiß ich doch nicht. Frag ihn doch. Auf die Räder. Wer zuerst mal kurz Wohnung ist. Ich könnte auch Rad fahren, wenn ich eins hätte. Du? Wie denn? Mit so einem dreirädigen Spezialrad. Kostet aber über 1000 Mark. Das zahlt die Kasse nicht. Sag mal, Frank, was verdient dein Bruder da in dieser Werkstatt? Keine Ahnung. Jedenfalls hat er immer Kohle. Wieso? Nur so. Na, du stellst Fragen. Am darauffolgenden Sonntag fand das große Waldfest statt, das jedes Jahr von den Vereinen der Papageiensiedlung ausgerichtet wurde. Im Wald waren Tische und Bänke aufgestellt, Buden und Zelte. Es gab Bratwürste, Bier, Süßigkeiten und die Feuerwehrkapelle spielte zum Tanz. Die Krokodiler kurften zum Ärger der Erwachsenen mit ihren Rädern zwischen den Tischen und Bänken umher. Kurt war mit seinen Eltern da, die sich angeregt mit den Nachbarn unterhielten. Ihr müsst mich hier loseisen, sonst komme ich den ganzen Nachmittag nicht weg. Wie sollen wir denn das anstellen? Hey Maria, komm mal her. Lasst euch was einfallen. Ich hab so eine Ahnung, dass wir heute die Mopedfahrer auf frischer Tat ertappen. Du mit deinen Ahnungen. Die haben nicht mehr viel Zeit, bis der Bulldozer anrückt. Und heute sind alle auf dem Fest, claro? Maria, hol mal Frank. Nein, alle kannst du holen, aber nicht Frank. Du bist vielleicht komisch, Frank. Nein, nicht Frank. Tisch ab, Schwesterherz. Sag mal, du hast doch auf dem Balkon Pfeil und Bogen. Können wir die nicht holen? Ich habe leider keinen Wohnungsschlüssel. Ich kletter von außen schnell rüber. Bin gleich zurück. Hi, cool. Du glaubst wirklich, dass wir heute? Meine Eltern. Lass dir heute das Lager ausräumen? Ich habe da so eine Ahnung. Wo ist Frank eigentlich? Konnte ihn nicht finden. Aber um 7 muss ich zu Hause sein. Aber doch nicht heute beim Waldfest. Maria,
Kannst du nicht mal meine Eltern fragen, ob ich mit euch mit darf? Mann, immer ich. Hast du selber einen Mund. Na gut. Maria bekam die Erlaubnis. Und als Olaf mit Pfeil und Bogen zurück war, fuhren sie los zur Ziegelei. Die Hitze war zum Schneiden. Olaf brachte seinen Rekorder in die Hütte. Hannes hatte ein Brett gesucht und an der Wand befestigt und mit Filzstift Kreise drauf gemacht. Jeder durfte 5 Pfeile schießen. Nach dem ersten Durchgang führte Peter mit 2 Volltreffern. Ach du Scheiße. Wieder voll daneben? Nee, guck mal, wer da kommt. Spinnt ihr? Einfach abhauen! Wenn er bloß zu Hause geblieben wäre. Warum soll er denn nicht dabei sein? Mensch, ich hab dich nicht gefunden. Bleib hier. Da sind sie. VW-Transporter. Nimm doch mal dein Fernglas, Kurt. Was machen die jetzt? Die zerschneiden den Zaun. Es sind Egon und Kali. Den anderen kenne ich nicht. Nein! Mensch, schrei nicht so. Die können uns doch hören. Mein Bruder. Nein. Ach, wein doch nicht so, Frank. Ich wusste es, aber ich wollte es nicht glauben. Jetzt tragen sie die Kartons aus dem Bürogebäude raus. Und was machen wir jetzt? Weiß ich auch nicht. Ich habe Angst. Wovor denn? Wenn die uns entdecken. Jetzt haben wir endlich den Beweis. Das glaubt uns kein Polizist. Die können das Lager genauso zufällig entdeckt haben wie wir. Außerdem... Sollen wir die jetzt anzeigen, jetzt wo Franks Bruder dabei ist? Darf er deswegen einbrechen? Musste eben denken, das sind Fremde. Sind sie aber nicht. Schöne Scheiße. Unterdessen rollte sich Kurt unbemerkt aus der Trockenhalle. Die Krokodiler bemerkten sein Verschwinden erst, als Kurt sich schon langsam an den beiden großen Rädern schiebend über den Hof rollte. Sie waren starr vor Schreck. Kurt musste von den dreien entdeckt werden. Da kam Egon, hinter ihm Carly, jeder mit einem vollen Karton. Nun trat auch der dritte Mann aus dem dunklen Flur. Sie blieben wie angewurzelt stehen. Egon setzte langsam den Karton auf den Boden. Dann ging er auf Kurt zu. Wenn du näher kommst, schieß ich dir den Pfeil in den Bauch. Guck mal an, der Krüppel. Hau ab, sonst passiert was. Wenn du noch einmal Krüppel sagst, kriegst du den Pfeil in den Bauch, du Verbrecher. Was ist denn das für ein Gartenzwerg? Ach, das ist nur der Krüppel aus der Siedlung. Der macht sich hier... Ha! Aua, 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 wenn du näher kommst, geht's dir genauso dreckig. Carly zögerte. Er wusste, dass Kurt nicht blaffte. Aber dann grinste er über das ganze Gesicht. Während Kurt noch nachdachte, warum, bekam er einen heftigen Stoß. Er hatte den dritten Mann hinter sich nicht bemerkt. Vor Schreck vergaß er, die Bremsen zu ziehen. Der Rollstuhl bekam so viel Fahrt, dass Kurt die Wand des Bürohauses immer schneller auf sich zukommen sah. Er schrie, der Rollstuhl knallte an die Mauer, Kurt stürzte kopfüber heraus. Aber in diesem Augenblick rannten die Krokodiler brüllend aus der Trockenhalle. Noch im Laufen hoben sie Steine auf und warfen sie auf die Einbrecher. Die uns büßen. Erzählt bloß meinen Eltern nicht. Na, das sehen die doch. Ihr könntet ja sagen, dass mich da ein Ast gestreift hat. Und jetzt? Ja, und jetzt? Wir wissen, wer die Einbrecher sind. Und wer Kurt an die Wand gestoßen hat. Kurt hätte kaputt sein können. Bin ich aber nicht. Hättest du aber. Also, ich wäre gegen eine Anzeige wegen Franks Bruder. Aber nicht mehr, seit das hier mit Kurt passiert ist. Also Anzeigen. Ja, genau, Anzeigen. Ja, Anzeigen. Ja, super. Und wer? Wer geht zur Polizei? Mein Vater schlägt ihn tot. Wenn der einmal in Wut ist, schlägt er alles zusammen. Vielleicht verliert ja Frank dann auch seine Arbeit. Also abstimmen. Wer ist für eine Anzeige? Also alle, außer Frank. Und Kurt. Wie denn? Du auch nicht? Nein. Wir sollten... Na gerade du, nach allem, was sie dir angetan haben. Schweine sind das. Man vergreift sich doch nicht an Schwächeren. Ja, diese Schweine. Anzeigen. Das sollen sie büßen. Wir können ja sagen, wir haben sie nicht erkannt. Nichts da. Los, kommt. Ja, komm. Ja, los. Los, weiter. Es waren etwa 2 Kilometer bis zur Polizeiwache. Unterwegs sprachen sie kaum ein Wort. Die Polizisten nahmen ein Protokoll auf. Ein Streifenwagen fuhr hin und überprüfte die Angaben. Die Polizisten schrieben noch die Namen der Krokodile auf, dann durften sie gehen.
Am vorletzten Ferientag rückten auf dem Ziegeleigelände ein Bagger, ein Bulldozer und eine Abbruchkolonne an. Die alten Gebäude wurden abgerissen. Der Bulldozer walzte alles nieder. Die Krokodiler sahen zu, nur Frank nicht. Seitdem sein Bruder verhaftet worden war, hatte ihm sein Vater den Umgang mit den Krokodilern verboten. Jetzt müssen wir wieder eine neue Hütte im Wald bauen. Ich will keine Hütte mehr. Alles, was wir uns aufbauen, reißen die wieder ein. Ey, guck mal. Jo, Frank, darfst du wieder zu uns? Mein Vater weiß jetzt alles. Ich habe ihm erzählt, wie Egon zu Kurt war. Warum kommt Egon nicht selber, um sich zu entschuldigen? Bis zur Gerichtsverhandlung haben sie ihn wieder rausgelassen. Der traut sich nicht. Mein Vater sagt, die Belohnung wird an uns alle ausgezahlt. Und wir sollen sie nicht annehmen. Wie? Nicht annehmen? Na, wir sollen das ganze Geld Kurts Eltern geben. Wie? Damit sie ihnen das Spezialrad kaufen können. Das hat dein Vater gesagt? Hat mein Vater gesagt. Olaf, wir müssen eine Versammlung aller Krokodiler darüber halten. Bist du mir noch böse, Frank? Nee, bin ich auch nie gewesen. Aber wo wollen wir denn unsere Versammlung abhalten? Wir müssen wieder eine neue Hütte haben. Ja, klar! Oh, genau. Krokodil! Krokodil! Krokodil!